Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen romantischen Abend. Bei mir ist schon das Abendsetting am Start. Bei euch wird es jetzt wahrscheinlich erst Mittag sein. Deswegen wünsche ich euch einen wunderschönen Mittag. Und heute kommt die Frage, und zwar grundsätzlich heißt das Video, warum du Heartstuck bist. Aber ich habe mir diese Frage vorher gestellt, warum ich Heartstuck bin. Und so wollte ich das Video auch eigentlich nennen. Warum bin ich selbst Heartstuck aktuell? Und im Prinzip habe ich dann aber gedacht, okay, der Grund, warum ich Heartstuck bin, ist wahrscheinlich derselbe Grund, warum wir alle, also die halt Heartstuck sind. Und deswegen habe ich gedacht, ja komm, ne, machen wir einfach ein Gemeinschaftsvideo daraus und wollen nochmal etwas darüber reden. Grundsätzlich müssen wir erstmal anfangen. Hier hat meine Season geendet, wie hat meine Season angefangen? Meine Season hat geendet in irgendwo Diamant 3. Ich habe am Ende sehr, sehr viel getryert. Das war eigentlich noch eine relativ tolle Season, muss ich sagen. Und dann ging die Season los. Man hat natürlich schöne Erwartungen gehabt, hohe Erwartungen gehabt, ne, Placements, Skyfin etc. Die Placements gingen erstmal komplett in die Hose, muss ich einfach sagen. Ich habe euch natürlich auch Tipps gegeben, wie man die Placements spielen kann, aber das ist natürlich kein Garant. Und ich muss sagen, ja, ich bin dann irgendwann Platin 2 gestartet oder sowas und ja, ne, das ist an sich ja noch okay gewesen, aber irgendwie wollte es bei mir einfach nicht laufen. Grundsätzlich hat es aber auch mit einigen Sachen angefangen. Und zwar hatte ich zu dieser Zeit nicht besonders viel Lust auf LoL und habe immer wieder versucht, neue Champions zu spielen. Mein Main-Charakter-Champion Talon habe ich zu der Zeit sehr, sehr wenig gespielt, bis gar nicht gespielt, ja. Talon ist immer eine Phase, das heißt, ich habe sau viel Bock auf Talon und dann mal wieder gar nicht. Und im Prinzip muss man sagen, dass ich zu der Zeit halt viel ausprobiert habe. Das heißt, ich habe probiert, vor allem CC-Mages. Ja, ich bin immer so auf dem Trip, dass ich wechsle. Ja, das heißt, ich sage, okay, jetzt spiele ich Assassin und jetzt spiele ich wieder CC-Mages. Ne? Und im Prinzip habe ich dann viel gespielt. Zilean mit, Morgana mit, ich habe keine Ahnung, Xerath, Azir, alles mögliche, Orianna gespielt. Und das hat zwar auch alles so mehr oder weniger so ein bisschen geklappt, aber auch nicht ultra krass, ja, das heißt, wir können hier oben, das ist mein Account, schon so ein bisschen sehen, ja, ne, Zilean, also, es lag natürlich nicht immer nur an mir, darauf kommen wir aber später zurück, 33%, LeBlanc war die Krönung, muss man tatsächlich sagen, und das war ebenfalls ein Grund, warum ich super schlecht gestartet habe in die Season, und zwar, LeBlanc ist ein Champion, die habe ich super krass gerne gespielt, und das ist sehr, sehr schwierig, wenn du einen Champion sehr, sehr gerne spielst, aber komplett horrible sucks mit dem, ja, 9 Spiele und 11% davon gewonnen, ne, das ist komplett GG. Und das gleiche ist auch bei Kane, ist in dieser Season mein most played Champion, und ich habe nicht mal 50% Winrate damit, also, ich habe es wirklich geliebt, Kane zu spielen, muss ich sagen. Aber meine Winrate hat wirklich zu wünschen übrig gelassen. Ich habe manche Games richtig hart gecarried, aber auch genauso oft im Early Game reingeintet, wenn das Early Game mal nicht geklappt hat. Und ich habe nicht mich transformieren können, etc. Das heißt, ich habe sehr, 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 sehr viel ausprobiert. Und ja, irgendwann habe ich dann jetzt wieder auf Talon zurückgefunden. Und aktuell spiele ich auch sehr, sehr viel Talon. Und relativ erfolgreich, muss man tatsächlich sagen. Und ich habe auch wieder Spaß. Aber was ist denn trotzdem ein Grund, warum ich Heartstuck bin? Ja, Heartstuck heißt für die, die es nicht wissen, dass man in einer bestimmten Elo festsitzt und da nicht so richtig rauskommt. Ja, bei mir ist es aktuell, wie man hier sehen kann, Platin 2. Ich war gestern auf 80 LP. Also wir sind auf dem Weg nach oben. Aber grundsätzlich muss man sich einfach selbst eingestehen. Am besten kann ich das, glaube ich, erläutern mit einem Beispiel. Ich spiele ja aktuell sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel Yasuo und es macht auch wirklich Spaß. Und ich habe dann, ich bin natürlich nicht der beste Yasuo und war aber auch gerne offen für Tipps on Stream. Und dann kam jemand rein, kein Flame an dieser Stelle gegen diese Person, aber es ist einfach ein sehr, sehr gutes Beispiel. Tobi, du musst aggressiver mit Yasuo spielen. Und dann habe ich gesagt, vielleicht will ich ja gar nicht aggressiver spielen, weil ich bin Next Generation Yasuo und ich will einfach gar nicht sterben. Vielleicht ist ja manchmal defensive Spielen besser, ne? Weil dann ging es darauf hinaus, dass ich irgendwie an seinen Account gekommen bin, er hat ihn gepostet oder sowas und dann haben wir ihn uns mal kurz angeguckt, den Account. Und er war Platin 2, war ja so Main mit Level 7 und so weiter und hatte, keine Ahnung, 260 Spiele. 260 Yasuo Games hatte er und davon hatte er 51% gewonnen und das ist wirklich nicht gut, muss man tatsächlich sagen, wenn du auf einem Main, auf dem du 260 Games spielst, gerade mal so even bist. Auf seine KDA, er hatte mehr Tode als Kills tatsächlich. Es war also nicht besonders gut. Und worauf ich hinaus möchte ist, diese Person hat nämlich gesagt, ja, hey, warum ich nicht hochkomme, liegt an meinen Mates, ja, dass er sehr, sehr viele schlechte Teammates hat. Und ich bin ehrlich, die hat man manchmal, ja, also klar, ne, man sagt es immer so raus, ja, meine Mates sacken, manchmal sacken die halt wirklich. Und man muss dazu sagen, man kann nicht jedes Game carry, ne. Ich habe hier ein sehr, sehr gutes Beispiel, das hier, ne, das war eine absolute One-Man-Show. Ich habe komplett alles zersäbelt, aber mein komplettes Team, also, ja, es war nicht so extrem schlimm, aber es war nicht so richtig on fire. Und noch ein besseres Beispiel ist das hier, ich weiß nicht, ob man die Stats angucken kann. Ne, das hier, das war richtig schön, das war hier, ne, 9-7, ich war am Anfang irgendwie
6-2 oder so in der Richtung. Also ich habe die Tode am Ende nur einen gesammelt. Hier haben wir 1-7, 1-10, 2-6 und 1-8. Naja, man kann nicht alles carryen, das ist wichtig. Aber, dass du 260 Spiele lang schlechte Teammates in dein Game bekommst, das ist so unwahrscheinlich, wie dass ich mal irgendwann Challenger werden werde. Und deswegen muss man sich einfach selbst eingestehen, okay, hey, du spielst Kacke. Und ich spiele ebenfalls Kacke. Ne? Ich habe mittlerweile geht's wieder in eine gute Richtung, dass ich besser spiele. Also wir haben hier wieder so ein paar Games, ne, die also sind natürlich mal ein paar Loses bei, aber sind aber definitiv auch mal ein paar Wins bei. Und ich spiele aktuell einfach schlecht. Ne? Ich gestehe mir das ein. Ich bin ehrlich. Und auch man muss so weit gehen, dass man sagt, hey, es gibt so Spiele, in denen performt man zwar selber sehr, sehr gut. Ja, ich weiß nicht, wir nehmen einfach mal dieses hier, 12-11. Ich weiß jetzt gar nicht, was in dem Game passiert ist. Aber nehmen wir einfach mal an, es ist ein Game, wo wir sehr gut performt haben und mein Team nicht so gut performt hat. Aber wir trotzdem verlieren. Und natürlich habe ich selbst auch also mein Team hat natürlich Fehler gemacht, aber ich selbst habe auch Fehler gemacht. Und hätte ich diese Fehler vielleicht nicht gemacht, hätte ich das Game gewinnen können, obwohl mein Team kacke ist. Ne? Das heißt, man muss an dem arbeiten, was man selber hat. Und damals muss ich einfach sagen, um hier ein bisschen weiter voranzukommen, wo ich Solo-Queue-Guides gemacht habe. Ja, das heißt, wie tradet man, bla bla bla. Da recherchiere ich ja immer sehr, sehr viel zusammen und suche auch ne, Tricks und alles weiter zusammen. Und muss sagen, diese Sachen haben mir selbst, während ich das Video gemacht habe, geholfen, in der Elo aufzusteigen bzw. besser zu spielen. Ja, das heißt, auch wenn ich Champion-Guides gemacht habe, dann habe ich da Sachen erfahren, wo ich mir denke, cool, das ist echt nice, ne? Und noch nie von gehört. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass man sich auf seine eigenen Sachen konzentriert und versucht, selber besser zu werden. Ich weiß, jeder denkt so, ja, Warden kann ich, Map Awareness kann ich, Control Wards kaufen kann ich, aber wie oft haltet ihr euch an diese Sachen? Kauft ihr permanent einen Control Ward? Wardet ihr permanent, wenn ihr einen Ward ready habt? Tradet ihr richtig ordentlich? Ja, use ihr eure Spells richtig? Benutzt ihr ordentlich Pots? Das sind so diese ganzen kleinen Sachen, wo jeder denkt, ach, das ist Pillepalle, ich brauch Challenger-Kombos, ich muss Flash-Kombos. Ne? Diese Flash-Kombos und so, das sind kommt immer auf den Champion an, sind auch echt coole Sachen und Tricks und so, und das ist, was die Guides euch alles immer bringen. Aber das sind eigentlich gar nicht mal die Sachen, die euch in die Elo hochkatapultieren. Für den einen oder anderen Champion schon, ne? Für Azur ist es definitiv nicht verkehrt. Aber wichtig sind wirklich diese Sachen, tradet richtig. An dieser Stelle möchte ich nochmal ganz kurz sagen, ich habe auch da hier eine Playlist, die kann ich unten mal reinhauen, wenn ich dran denke. Und zwar die Besserwerden-Playlist, da sind sehr, sehr viele Sachen drin. Und ich bin am Überlegen, dass ich diese bald wieder neu auffrische. Das heißt, ich werde auch diese alten Sachen nochmal neu aufkauen, einfach weil ich halte mich selbst nicht mehr an diese Sachen, ja. Also damals habe ich es gesagt, aber mittlerweile halte ich mich nicht dran, das mit den ganzen Warden etc. Also es wird, wie gesagt, mit der Zeit besser, aber es könnte wirklich besser werden sein. Ich hatte so gedacht, dass ich, bevor ich wieder sowas mit Guide-technisch anfange, dass ich gerne ein Diamant sein würde. Das ist so ein bisschen authentischer. Aber, ja. Auch ist das so dieser Punkt mit diesem Inter im Team. Ne? Das heißt, du hast ab und zu so diesen Inter, wo du sagst, hier, wir gehen jetzt einfach mal in dieses Spiel, wo du sagst, hier, hey, ne, hier Top-Lane 1-8. Ich glaube, ich hatte hier irgendwo noch einen Top-Lane. Der hier. Hier, Top-Lane 0-11. Ne? Das ist richtig geil. Das war ein richtig, richtig schönes Game. Ne? 0-11 Top-Lane. Aber man muss jetzt einfach mal sagen, klar, das ist kacke, dass er geintet hat. Und das ist echt fies, weil hier auch direkt wieder einer Top-Lane geintet hat. Aber das, wenn jemand intet oder wenn jemand AFK geht im eigenen Team, das schmerzt dann immer so richtig. Das ist so eine richtige Wut, die sich aufbaut. So ein richtiger, ja, einfach, es entfesselt einfach den Zorn des Todes. Aber wenn jetzt beim gegnerischen Team mal jemand AFK geht, dann geht es einfach so, das fühlt man gar nicht so richtig. Ne? Das nimmt man an, man denkt, man ist ultra skilled, spielt das mal eben so runter, merkt gar nicht, dass die Gegner vielleicht nur zu viert sind. Oder wenn man mal selber am Feeden ist. Ja? Das heißt, ich habe hier bestimmt auch ein Game, wo ich einfach richtig, also 6-11 ist auch schon eine Leistung, es ist immer nicht 0-11, aber hier 2-7. Ne? Ich weiß nicht, was hier passiert ist, aber 2-7, ich habe mit Verdena gespielt, vielleicht das, aber es 2-7, das ist eine Leistung, die ist einfach nicht geil, ne? Aber das schiebt man dann einfach mal so, ja, ja, es ist halt mal ein Game, aber vielleicht bist du in diesem Game genau die Person, wie hier oben der Jax für die anderen, ne, oder für mich gewesen ist, ne? Deswegen sollte man, das Beste, um aufzusteigen, ist wirklich stabil zu spielen. Klar, es ist fies, wenn jemand intet, aber ihr müsst zusehen, dass ihr nicht selbst auch ab und zu intet. Ich meine, ich muss fair sagen, ich inte hier relativ selten, ne? 11 Tode ist schon fies, aber als Talon, ja, das war aber auch schon wieder eine harte Kiste hier, muss man sagen, ne? Deswegen, es kann auch mal sein, dass ihr 10 Games hintereinander verliert und wirklich nur schlechte Teammates im Team habt. Das kann wirklich passieren. Aber dass das 200 Games passiert, ne? Sehr, sehr selten. Und deswegen, Leute, müsst ihr versuchen, euch auf eure eigenen Sachen zu fokussieren. Ihr müsst versuchen, selber besser zu werden. Ihr müsst versuchen, Informationen zu suchen
was könnt ihr besser machen? Und nicht irgendwelche Kombos. Klar, die auch sind wichtig, aber Map-Awareness und so weiter, was ich gerade schon alles gesagt habe. Mein Ansporn, jetzt nach Diamant zu kommen, ist übrigens der, muss ich einfach mal sagen, ja, jetzt werden mich einige wahrscheinlich hassen, aber ich werde, sobald ich in Diamant 5 bin, und deswegen will ich da jetzt unbedingt hin, mit meinem zweiten Account, das ist der Ledorsch, das ist dieser hier, da freue ich mich schon sehr, sehr drauf, und zwar möchte ich mit diesem Account, ja, Yasuo Only spielen und so gucken, wie ich damit hochkomme, das ist so ein bisschen der Plan. Das heißt, hier haben wir natürlich, es ist immer Phasen, ne? Ich habe immer so Phasen, mal ist es LeBlanc, mal ist es Kane und dann suchte ich den und genauso schnell lasse ich diese Champions auch wieder fallen. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt für Yasuo halten wird, aber ich habe aktuell super krass Bock, Yasuo zu spielen und Achtung, ich habe 60% Winrate. Zwar nicht die beste KDA, aber damit bin ich schon mal besser als wahrscheinlich 70% der Yasuo-Spieler, vielleicht sogar 85%. Ich habe das kalkulatorisch nachgerechnet. Na, da habe ich einfach richtig Bock und das wäre einfach ein super krasser Ansporn. Natürlich würde ich weiter ranken noch, ne, auf meinem Main, Diamant 5 reicht mir nicht. Aber, ja, das wollte ich mal so ein bisschen gedroppt haben, ist ein kleines Video, war nur so ein bisschen mal talken. Ich werde übrigens auch auf eure Kommentare eingehen, jetzt wieder versuchen ein bisschen mehr, das heißt, haut so, gerade, das ist immer ein bisschen schwierig, also vor allem die ersten Kommentare, die kommen, da werde ich versuchen aktiv drauf einzugehen, wenn was ordentliches dabei steht, ne? Das heißt, auch hier könnt ihr gerne was rausdroppen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, auf Wiedersehen und tschüss. Erde bebt, denn unser Kampf ist noch nicht vorbei. Doch unser Wunsch wird irgendwann in Erfüllung gehen. Kamen!